made by the community. Hallihallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute mit den Q&As, den Fragen und Antworten zum Storm von Tumbril Land Systems. Im Zuge der diesjährigen Alien Week, die am heutigen 15. Juni 2023 startete, veröffentlichten die Entwickler von Cloud Imperium Games die Antworten auf die wichtigsten Fragen der Community zum Concept Sale des Tumbril Storm. Wie immer möchte ich euch die Fragen und Antworten hier übersetzen und zusammenfassen. Lasst uns also beginnen mit Frage Nummer 1. In welche Fahrzeuge passt der Tumbril Storm hinein? Die Entwickler sagen, dass er offiziell die gleichen Größenangaben hat wie die Atlas-Plattformfahrzeuge und der Tumbril Nova. Allerdings wird er aufgrund seiner geringen Höhe und auch etwas kürzeren Länge in einige Schiffe reinpassen, in der die oben genannten Fahrzeuge nicht reinpassen. Beispielsweise in die Anvil Carrack oder auch in die Drake Corsair. Frage Nummer 2 schließt sich hier der ersten Frage an. Da der Storm als kleines, schnelles Angriffsfahrzeug gedacht ist, aber so groß ist, dass er derzeit nur in die Fahrzeuge passt, in die auch der Nova Tank und die Atlas-Plattformen passen, wie passt er in das Gesamtbild der Dinge? In welchen Szenarien würde man beispielsweise ihn einsetzen, anstatt ein anderes Fahrzeug zu bevorzugen? Die Entwickler antworten hier damit, dass ja gerade in der ersten Frage auch schon beantwortet wurde, dass er zwar die gleiche Hangargröße voraussetzt wie die anderen Bodenfahrzeuge, aber er passt trotzdem aufgrund seiner Abmessung in eine ganze Menge mehr Schiffe rein. Es bietet somit eine ganze Menge mehr Flexibilität in Bezug auf den Transport und Einsatz. Die beiden Panzer übernehmen im Übrigen völlig unterschiedliche Rollen. Der Storm ist schnell und leicht bewaffnet, während der Nova viel größer und langsamer ist, dafür aber eben sehr viel schlagkräftiger. Frage Nummer 3. Wie schnell soll der Storm im Vergleich zu anderen Bodenkampffahrzeugen sein? Ja, die Entwickler sagen hier, dass sie absichtlich darauf verzichten, jetzt Einzelheiten in Bezug auf die Geschwindigkeit zu nennen, da Statistiken sich immer ändern können und in Zukunft auch werden. Aber man soll davon ausgehen, dass der Storm schneller sein wird als der Nova Tank oder auch die Atlas-Plattform und sich an der Geschwindigkeit eher am Ursa Rover orientieren wird. In der nächsten Frage möchte die Community gerne wissen, was die vertikalen kleinen Panzerplatten sind, die man am Rumpf des Storm sieht, die von so kleinen Streben getragen werden. Sind diese nur Dekoration oder haben sie irgendeinen Einsatzzweck? Und die Entwickler von Cloud Imperium sagen hier, dass das nur coole Dekorationsstücke sind, obwohl sie von einigen modernen Panzerplatten inspiriert sind, die eintreffende Schüsse von sensiblen Bereichen ablenken sollen. Also im Grunde eine stinknormale Panzerung. Die nächste Frage ist schnell beantwortet. Hier möchte die Community gerne wissen, ob es tatsächlich wahr ist, dass der Panzer Gegenmaßnahmenwerfer hat, denn diese sind ja auch optisch am Chassis gut zu erkennen. Und ja, das bestätigt hier der Entwickler. Das Fahrzeug verfügt über alle Gegenmaßnahmen, die auch bei anderen Fahrzeugen zu finden sind. Die nächste Frage: Was ist eine taktische Panzerung und wie unterscheidet sie sich von den Militär-Spec-Komponenten, die in der Vergangenheit angeboten wurden? Zur kurzen Aufklärung, die taktische Panzerung wurde hier im Verkaufstext genannt. Der Entwickler antwortet hier, dass das nur eine Marketingphrase ist und kein besonderes Verhalten im Spiel widerspiegelt. Der Storm ist so gepanzert, wie man es von einem Panzer dieser Rolle oder dieses Typs erwarten würde. Tja, in der nächsten Frage geht es um den Panzer im Vergleich zum Nova oder zum Ursa Rover sowie zum Centurion. Wie schneidet er auch in Bezug auf seine Panzerung im Vergleich zu diesen Fahrzeugen ab? In puncto Haltbarkeit liegt er zwischen dem Nova und dem Centurion und hat deutlich mehr Panzerung als der Ursa Rover. Die nächste Frage. Da Panzer als Geländefahrzeuge gedacht sind, wird die geringe Bodenfreiheit dieses Modells das Überqueren einschränken, wird hier gefragt. Bietet die Profilkonfiguration des Storms einen Vorteil beim Auftreffen auf Hindernisse in unebenem Gelände? Die Entwickler sagen hier, dass der Storm eine relativ gute Bodenfreiheit im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, insbesondere im Vergleich zum Nova Tank hat. Und sein Design ermöglicht viel größere Ankunfts- und Abflugswinkel, ohne den Rumpf zu berühren. Also sind wir da mal gespannt. Bodenfreiheit soll größer sein als beim Nova Tank.
Die nächste Frage ist tatsächlich sehr interessant. Hier geht es um die Hauptbewaffnung des Storm, die Size-3-Waffe obendrauf. Das ist ja eine maßgeschneiderte Size-3-Waffe und die Community möchte gerne wissen, ob es hier gleich sich verhält, wie zum Beispiel beim Nova Tank. Der hat ja eine maßgeschneiderte Size-5-Waffe, die aktuell ca. 18.500 Alpha-Damage raushaut, im Vergleich zu anderen Size-5-Kanonen, die ungefähr 1.500 Alpha-Damage machen. Also schon ein sehr viel höherer Wert. Ist es hier beim Storm genauso mit der Size-3-Waffe? Und das bestätigt CIG hier. Das bedeutet, der Storm mit seiner Size-3-Waffe wird ebenfalls einen viel höheren Alpha-DPS-Wert aufweisen, als es bei normalen Size-3-Waffen der Fall ist. In der nächsten Frage geht es um die Schwenkbarkeit der Bordkanone, also der Hauptwaffe obendrauf. Beim Novatank ist das ja so ein bisschen eingeschränkt, vor allem wenn man das Rohr nach unten schwenken möchte, dann ist man doch sehr stark limitiert. Und die Community möchte gerne wissen, ob das hier beim Storm genauso ist oder ob er agiler ist. CIG möchte auch hier wieder auf genaue Statistiken verzichten, weil sich diese eben ändern können, aber er ist grundsätzlich wesentlich beweglicher, was das Rohr angeht, im Gegensatz zum Nova. Bedeutet, man sollte sogar kurz vor das Fahrzeug zielen können und ist damit also ein ganzes Stück beweglicher. Um das zu erreichen, fährt der Turm beim Anfahren des Fahrzeugs ein wenig nach oben. Auch das eine interessante Information. Die nächste Frage, warum nur eine Size-3-Waffe? Ja, hier sagen die Entwickler, dass das eine bewusste Designentscheidung war, da die Waffe aufgrund ihrer maßgeschneiderten Bewaffnung eben eine sehr viel stärkere Leistung als eine normale Size-3-Waffe bekommt und sonst das Fahrzeug als Einsitzer im Vergleich zu anderen Fahrzeugen zu stark bewaffnet wäre. Die nächste Frage, gibt es eine Möglichkeit, kleine Ziele wie zum Beispiel Infanterie abzuwehren, da es ja zum Beispiel keine Antipersonen-Repeater der Größe Size 1 gibt? Nein, sagt CIG, im Idealfall, im modernen Leben ist es so, dass Infanterieeinheiten nicht so nah an gepanzerte Fahrzeuge herankommen. Sollte das doch mal der Fall sein, empfiehlt CIG hier die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu nutzen, um Abstand zwischen einem selbst und die Infanterie zu bekommen, damit man dann die Turmwaffe einsetzen kann. Ja, oder ihr nutzt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs anders, aber wie, das überlasse ich mal euren Fantasien. Die nächste Frage ist auch wichtig, und zwar ist die Kanone obendrauf 360 Grad schwenkbar beim Fahren? Und ja, das sagt CIG, ist möglich. Das heißt, ihr könnt euch während des Fahrens rundum umschauen und entsprechend durch die große Neigung dann auch wirklich sehr gut um euer Fahrzeug herum alles abwehren. Die nächste Frage. In den Spezifikationen heißt es ja, dass es ein ferngesteuerter Turm ist. Kann man während der Fahrt diesen Turm dann auch die 360 Grad drehen oder muss man dafür anhalten oder eine andere Ansicht wechseln? Der Fahrer kann während der Fahrt oder im Stand den Turm drehen. In der Fahrerperspektive ist die Sicht natürlich auf den vorderen Bereich beschränkt. In der Remote-Ansicht vom Turm habt ihr die Möglichkeit, den Turm auch während der Fahrt 360 Grad zu drehen. Nächste Frage. In der Broschüre wird darauf hingewiesen, dass es eine Aufbewahrungsmöglichkeit für persönliche Waffen gibt. Aber das Bild deutet darauf hin, dass sich auf der hinteren Schiene möglicherweise auch Platz für persönliches Inventar befindet. Ist das der Fall? Die Entwickler sagen, dass in einem der vorderen Kettengehäuse eine Aufbewahrungsmöglichkeit für persönliche Waffen und in der Nähe des Fahrzeugeingangs Platz für ein persönliches Inventar ist. In den hinteren Kettengehäusen befinden sich dann die Komponenten des Fahrzeugs, wie zum Beispiel Kühler, Schildgenerator, Powerplant und so weiter. Die nächste und letzte Frage. Hier geht es darum, dass das Powerplant mit Size 0 angegeben ist, also Vehikelgröße, und davon gibt es auch nur eins. Reicht das, um das Fahrzeug anzutreiben und auch allen Fahrzeugsystemen genügend Strom zur Verfügung zu stellen? Die Entwickler sagen hier Folgendes. Dies ist etwas, worauf wir in Zukunft noch näher eingehen werden, aber die bevorstehenden Änderungen im Ressourcennetzwerk haben uns die Möglichkeit gegeben, die Größe und Menge der Gegenstände an Bord aller Fahrzeuge neu zu bewerten. Daher scheinen neuere Fahrzeuge im Vergleich zu bestehenden Fahrzeugen nicht ausreichend ausgestattet zu sein. In Wirklichkeit funktionieren sie jedoch effektiv wie geplant. In der Zukunft werden hier noch einige Fahrzeuge angepasst und die Komponenten in diesen reduziert, um diesen Änderungen gerecht zu werden. Ja, ich kann mich erinnern, sowas hatten wir auch schon mal bei der Galaxy-Schild-Thematik.
So, Freunde, das soll es auch schon gewesen sein mit den Fragen zum Tumbril Storm. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr jetzt abschließend dieses Fahrzeug bewertet. Ich bin gespannt, wenn wir es dann im Spiel ausprobieren können. Es soll ja in der Entwicklung doch schon recht weit fortgeschritten sein. Und dann werden wir uns das, wie gesagt, natürlich anschauen, wenn wir es denn testen können. Ich hoffe, heute waren wieder einige interessante Informationen für euch dabei. Und natürlich hoffe ich auch, ihr schaltet bei einem meiner nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, wegtreten!